Sie ist da. Ich freue mich schon drauf. Wandering Village können wir gerne. Keine Post, sehr gut. Sollten wir auf jeden Fall weiterspielen. Das macht Spaß. Wirklich schönes Spiel, kann ich echt empfehlen. Coole Idee auch mal wieder. Ist jetzt nichts mega weltbewegendes, aber ich finde, da sind gute Ideen drin. Dschungelperch willst du haben? In den Billabongs. Ja, ja, ein Dschungelperch, alles klar. Finde ich. Ja, ich kann ja bei dem Wetter raus. Buh! Haha, Melville, verarscht. Das ist wenigstens ein bisschen Leben in der Stadt, ne? So, hey, du wirst es nicht glauben, ich habe noch was gefunden für dich. Ja, bevor ich den verkaufe, weißt du? Hier, guck mal, so einen hässlichen Block. Ja, hätte ich auch nicht mitgerechnet, du. Ja, ja, klar, kannst du haben. Komm, schmeiß ihn ins Aquarium, ich guck mir das jetzt mal an. Ja, 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 nee, ich habe keine anderen. Ach, ich bin faul, ja. Ganz schön voll geworden, ne? Wo ist der Blobfisch? Hab ich den jetzt übersehen, oder? Bloppy! Hier sind überhaupt keine Critters drin, ne? In this Habitat. Ah. Ja, aber ist schön geworden. Haben sie auch schön umgesetzt, also. So, dann machen wir die 12 hier mal eben fertig. Dann sollen wir irgendwas fällen, Bäume wahrscheinlich, ne? Hier tut Tri-Stamms, alles klar. Stamms. Hm. Weißt du was? Ach, hier wären zwei gewesen. Ja, so ein Pech aber auch. Naja. Muss die Natur eben mal ein bisschen dran glauben. Warum habe ich die eigentlich weggeräumt? Weiß irgendjemand, warum ich das gemacht habe? Ja, ist Regenfussel. Du brauchst dir jetzt keine Hoffnung machen, dass du da Critters oder so schnell finden würdest. Denk dran, bei dem Wetter natürlich wieder nicht. Das ist nicht so ideal. So, ach so, ja, jetzt weiß ich auch, warum ich die weggetan habe, weil ich wollte ja die Tiere machen. War das jetzt ein Angriff oder was? Dran. Hm? Kommst du auch so auf mich zugeschossen? War das lieb oder ein Angriff? Komm, ich sing dir ein. So, erstmal schön alles ausräubern hier. 4 und 4, ja gut, das ist mehr als gedacht. Alle Hühner auf dem Hof haben heute was zu tun. Weißt du denn, welche Fische fehlen? Nein, leider nicht. Das ist ja mein Problem. Ich weiß nur die Anzahl, nicht aber was und wo. Und das wollte ich eigentlich schon längst herausgefunden haben, aber wie das immer so ist, ne? Ich habe ja auch noch E-Mail-Anfragen, die müsste ich drum kümmern. Ich müsste noch Verkündigungen schreiben, ich müsste mich ja endlich mal um meinen Gasanbieter kümmern. Ihr wisst das. Kommt zu nix. So.
Wann wird das Wombat groß? Bulette, was ist los? Finde ich aber noch raus. Sind ja jetzt nur noch 4 Fische. Ja, dafür muss ich mich dann tatsächlich hinsetzen. Ne? So, jetzt ist... Das muss hier rein, ne? Das muss hier rein. Das muss hier rein, okay. Habe ich die ganze Zeit, deswegen konnte ich nicht reden, daran gedacht, das hier, das muss ich auch wegpacken. Die ganze Zeit. Weil ich das sonst garantiert wieder vergessen habe. So. Wenigstens können wir jetzt verkaufen, den Montag. Dann können wir diese blöden Muscheln mal aus dem Stand kriegen. Knochen? Die habe ich zum Beispiel schon wieder übersehen. Das muss hier rein. Hose. Das Wandering Village ist da ein wenig entspannter. Nur ein wenig. Was habe ich vergessen? Habe ich die Wombats gemolken? Nö, ne? Die habe ich nur gespaßt. Manchmal so schwer ich zu sein, ne? Ehrlich. Habe ich die nicht gefüttert? Was habe ich denn heute wieder für einen Job hier gemacht? Was ist denn los, verdammt? Schön in den Viech reingeschnitten, aber nicht gefüttert, weißt du? Bin ich denn für ein Mensch? So, jetzt haben wir schon wieder Kacke hier liegen. Könnt ihr nicht mal morgens um 8 kacken? Der Vorteil, wenn man regelmäßigen Stuhl hat. Jeden Morgen um 8 muss ich kacken. Blöd, ich stehe erst um 9 auf. So. Denk dran, die kannst du auch hier rein tun. Und jetzt gehst du erstmal diese ganzen Viecher weg. Mach mal das Inventar frei. Du musst ja noch einen Fisch fangen. Ist ja eh gleich schon wieder Nachmittag. Welche Jahreszeit im Game? Heute. Ah, ihr könnt das nicht lesen, ne, weil diese Shit da drüber ist. Heute ist der 16. Montag, der 16. Tag im August des 2. Jahres. Ja, ist auch eine Sache, um die will ich mich kümmern, aber das ist auch, wenn. Ich will dieses Gedöns da weghaben. Ihr sollt mehr Bild bekommen. Aber das ist immer ein Riesenaufwand. Ich meine, klar, wegmachen ist schnell gemacht. Da brauche ich, da ist es leicht, ne, aber. Ein Alpha-Kroko, yeah! Holen wir uns. Da soll ja noch irgendwas ersatzweise kommen, aber das ist alles aufwendig. Alles aufwendig. Da kann ich mich wieder stumm mit beschäftigen. Hm.
So. Oh, da können wir ja mal eben hinlaufen. Welchen Fisch willst du haben, sagst du? Ein Dschungelperch. Alles klar. Und wie können wir die Bombardkacke loswerden? Weil das sind dann alles so Überlegungen, die du zwischendurch mal hast, die jetzt nicht griffbereit sind, dass du sagst, die müssen jetzt umgesetzt werden. So, wo ich dann hier sitze und sage, wäre ja ganz gut, wenn man das da oben vielleicht doch nochmal verändert. Ne? Mal frisches Design und so weiter. Mal irgendwas neu machen. Und dann stellst du 3 Wochen später fest, na, du wolltest das ja mal neu machen. Was ist denn da los? Wir haben ja heute richtig Glück. Komm, Dicker. Nein, den Dicken will ich haben. Und ich kriege nicht einen davon, weißt du? Das ist gut. So ein fetter Marlin, was ist denn hier drin? Gut, komm. Liegt ja nichts und Marlin. Was macht denn Marlin in so einem Gewässer? Hallo? Was bringt der? Ein Dschungelperch sollte ich noch fangen, ne? Hier, komm. War richtig, ne? Ja. Für Selli. Für Selli Salat. Wie weit ist denn das Alpha Krogs? Das ist da drin. Dann sollten wir vielleicht jetzt schon mal die Klamotten wegstellen, oder? War ja wieder ganz schlau, Fussel, ne? Sachen mitzunehmen, die, weißt du? Sehen, was du für ein riesiges Maul hast? Doch, geh auf Dauer. Au! War. Geht doch nicht. Haben wir einen Marlin gefangen? Der Tuckelop. Müsste, glaube ich, mal die Sachen langsam austauschen, ne? Wollen wir noch ein Marlin fangen? Ich will mal wissen, wie viel Geld der bringt. Der dürfte ja auch nicht so schlecht sein. Aber Marlin ist, glaube ich, sehr selten, oder? Ja. Ich denke, selbst. Ja.
Mal in dem Wasser. Das ist ein bisschen seltsam. Der hätte ich überall erwartet, aber nie in so einer Flussbio. So, okay, dann müssen wir jetzt Folgendes machen. Wir müssen ins da hinten und Dingens, ne? Genau. Da haben wir in dieser Folge schon wieder zwei Fische durch Glück gefunden. Mhm. Ja, das ist mit den Doofen, ne? Hier eigentlich sehr glücklich sein. So. Hab eine Donation für dich. Mhm. Ja, den kannst du haben. Klar. Das muss aber in den kleinsten Becken sperren natürlich. Ja gut, ist das größte Becken, aber immerhin. Also ich denke, hier müssen wir noch einiges tun, ne? Im Dschungel oder in diesem Dingsbiom da. So, wer wollte denn den Alpha haben? Rein, alles klar. Ich brauche keine neue Frisur, ich trage eine Kappe. Nee, nee, du sollst mir nichts trimmen. Danke, schwarze Hosen kann man immer gebrauchen. Komm, lass uns noch ein bisschen reden miteinander. Wieso Fragezeichen? Was möchtest du von mir? Das regnet, ich habe nicht viel zu tun. Wir können heute den ganzen Tag miteinander reden. So. Wollen wir abhängen? Kennst mich doch. So gehen die mit mir um, weißt du? Warte mal. Ja, ja, hier war der Alpha-Dings, weißt du? Ja, der ist tot. Ja, ja, ist tot. So, ist endlich tot. So, schwarze Hose. Können wir auch mal anziehen. Sieht auch nicht schlecht aus. Nochmal Fletch. Läuft, wa? Weißt du was? Oder nein? Oder doch? Soll ich das jetzt wieder bezahlen in der Hoffnung, die kommt irgendwann zu uns? Oder soll ich den Deed bezahlen? Ja, ne? Ach, weißt du was? Was wir weg haben, haben wir weg. Sind ja auch nicht mehr so viel, weißt du? Die haben ja so viel gespendet. Mindestens schon 20.000. Ich kann es mir ja gerade so erlauben, weißt du? So. Ich glaube, ich brauche 6.000 Punkte. Ne? Ökonomie sind wir also auch wirklich gut auf Stand. Museum ist auch nicht mehr so viel. Das hier weiß ich auch nicht. Und da fehlt noch eine Lizenz. So, wir müssen noch eine Sache ausbuddeln.
Du siehst mir aber heute noch nichts aufgefallen hier. Kein X im Boden. Da ist ein X. Ich nehme ruhig Muscheln auf. Die kann man gut gebrauchen. Die bringen wahnsinnig viel Geld. Schön über den Hai drüber. Matsch. Das sind Aggressionen gegen Haie. Können wir eigentlich schon wieder ins Bett gehen, ne? Ich glaube, ich nehme das mal. So, was können wir denn noch? Wir hatten hier, ne? Das. Und alles Muscheln. Hier haben wir mal Zähne. Und der Haifisch, der hat Zähne. ...163 von den Vieren. Aber dann müsste ich mir noch mehr von den Dingern kaufen. Dann könnte man hier so einen Rundkurs machen. Dann könnte ich hier ganz viel herstellen. Sollen wir das machen? Weil wir brauchen es nicht, aber wir können es tun. Es macht überhaupt keinen Sinn, aber wir können es tun. Dann gucken wir mal. Also ich habe eigentlich hier eher die altbackene Sache. Ne? Das heißt, der kommt raus. Das passt ganz gut zusammen, ne? Teepot, den können wir da draufstellen. So. Die alte Uhr. Jetzt bräuchten wir noch ein schönes Tischchen hier, ne? Für den... Was haben wir denn noch? Wir können uns ja die Wohnung auch mal schön machen. Na gut. Dann nehme ich das Bett. Aber so einen richtigen schönen... Nehmen wir den Tisch hier.
Das Möbelhaus ist nicht das Beste, das muss ich dazu sagen. Na, gucken wir mal. Nein, bist du wohl aus dem... Arsch! Du solltest hier weitermachen. Pfeife. Aber alles ist eh, nur wenn du ins Bett gehst. Ist auch eh. So, na gut, müssen wir den Tag wohl beenden. Machen wir am nächsten Tag weiter.